Noch singen. Wie schön. Und ich hoffe, dass das noch lange so bleibt. Singen tut so gut. Doch zurzeit dürfen wir das, wenn wir uns als Gemeinde in der Kirche treffen, gar nicht gemeinsam tun, weil das zu gefährlich ist. Und es gibt sicherlich auch den einen oder die andere, dem das Singen gerade im Hals stecken bleibt. Oder die, wie die Pharisäer in unserer Schriftlesung aus dem Lukas-Evangelium meinen, dass das gerade nicht angebracht ist. Und als Jesus schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen: Gelobt sei, der da kommt, der König in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige Pharisäer in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach: Ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Der Gedanke, dass es jemanden gibt, der für mich singt. Wenn es mir die Sprache verschlagen hat oder wenn ich mich nicht traue. Manchmal tun das im übertragenen Sinne die Steine. Sie schreien von Zerstörung. Sie klagen, bitten und flehen an unserer Stadt. In Jesu Augen klagen sie die Zerstörung an, die dadurch entstanden ist, dass Menschen die Liebe Gottes nicht angenommen und weitergegeben haben. Manchmal rühren mich solche Schreie an. Manchmal spüre ich darin Gottes Liebe. Sie gibt mir Kraft, gegen die Zerstörung anzugehen.
und Jünger in unserer Schriftlesung haben vielleicht ein ähnliches Lied gesungen. Damals konnten sie Gottes Liebe sehen, sie annehmen und weitergeben, indem sie davon sangen. Der Psalmbeter, dessen Psalm dem eingangs gehörten Lied zugrunde liegt, sieht Gottes Liebe im Klang, in den Tönen, im Rhythmus und Schwung, die er ihm gegeben hat. Er sieht Gottes Liebe in der Schöpfung, in allem und allen, das sein Nähebedürfnis stillt. In Gottes großem Herzen, das verzeiht, und in Zeichen der Hoffnung. Jesus verteidigt die Singenden vor den Pharisäern. Ach, wie gerne möchte ich auch singen, von dem, was mich derzeit bedrückt und von dem, was mich erfreut. Aber wie soll das gehen, wenn ich als Besucherin in Präsenzgottesdiensten nicht mehr singen darf? Meine verrückte Mitbewohnerin, die hat mich da neulich inspiriert. Aus der Tiefe rufe ich zu dir, Herr, höre auf mein Flehen. Aus der Tiefe rufe ich zu dir, ich will nicht untergehen. Aus der Tiefe rufe ich zu dir, nur dir will ich vertrauen. Aus der Tiefe rufe ich zu dir, auf dein Wort will ich bauen. Auch in einer ganz anderen Stimmungslage habe ich meine Mitbewohnerin neulich angetroffen. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Lob ihn, o Seele, vereint mit den himmlischen Chören. Komm mit zu auf, Psalter und Harfe, wacht auf, lasset den Lobgesang hören. Lobe den Herrn, der künstlich und feindlich bereitet, der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet. Mal privat in den eigenen vier Wänden und mal unter freiem Himmel. Mal beschwingt, mal traurig. Egal, wie uns zumute ist. Wir dürfen und wir können singen. Das tut gut. Gott hat uns allen Stimmen geschenkt. Klar, die einen schöner als die anderen, aber das spielt jetzt gar keine Rolle hier. Da kommt's nicht drauf an. Wir dürfen den Clown, also der in uns allen und in jeder steckt, freilassen.
Natürlich Corona-konform, weil wir ja nicht den Viren, sondern unserem Schmerz und/oder unserer Freude Ausdruck und Raum verleihen wollen. Also lasst uns kreativ sein. Mal sehen, wo und wie wir dann noch so alles singen. Vielleicht im Treppenflur, im Steinbruch, in der Besenkammer. Sie und ihr habt bestimmt so ganz eigene Ideen. Und dann wächst in uns vielleicht sogar die Zuversicht, dass der Gesang bald wieder gemeinsam in den Gottesdiensten, in den Chören und in anderen geselligen Runden stattfinden kann. Und wenn es dann keine andere Möglichkeit mehr dazu geben sollte, was ich aber nicht glaube, dann bleibt uns, wenn es dann an der Zeit ist, immer noch der himmlische Chor. Am Ende möchte ich noch einen Gedanken ganz besonders festhalten. Gott hat uns das Singen geschenkt, damit wir unsere Gefühle durch alle Höhen und Tiefen ausdrücken können. Er hat uns Musik geschenkt, auch durch andere. Zum Beispiel in der Musik der Vögel. In der Musik, die erklingt, wenn Farben sichtbar werden oder beim Anblick eines Sonnenuntergangs oder wo auch immer. Die ganze Welt ist voll von schönen Tönen. Wir müssen nur mit offenen Augen, Ohren und Herzen durch die Welt gehen. Amen. Lasst uns beten. Gott, ich danke dir, dass es immer jemanden und etwas in der Welt gibt, das schreit und singt. Danke, dass ich auch singen und schreien kann. Ich bitte dich, lass mich das getragen von deiner Liebe immer wieder erfahren. Hilf mir daraus, Schwung und Mut zu ziehen, die Welt in mir und um mich herum jeden Tag ein wenig zu erhellen. Ich bitte dich, schenke das auch allen anderen, ganz besonders denen, die es gerade dringend brauchen. Egal, ob das Lied ihres Herzens gerade in Dur, Moll oder einer Kirchentonart erklingt. Meine persönlichen Anliegen teile ich dir in der Stille mit. Wir beten weiter mit den Worten Jesu Christi. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So empfangt den Segen des Herrn. Gott segne dich mit einem Herz für alle Töne deines Lebens.
die Lauten wie die Leisen, die Hellen wie die Dunklen, die Deutlichen wie die Verschwommenen. Gott segne dich mit der Geduld, stets aufs Neue zu lauschen auf das, was in dir aufsteigt. Gott segne dich mit einem Ja zur Melodie deiner Seele. Amen.